Mit dem Thema besser Fernsehen geht es jetzt weiter hier im Programm. Und ich nehme an, Sie sehen uns auch gerade in einer fantastischen, großen Qualität auf einem schönen Fernseher. Hm, haben Sie so einen tollen Fernseher? Ja, wir möchten, dass es noch besser wird, dass Sie eine große Sendevielfalt haben, dass Sie da wirklich ein tolles Fernsehprogramm haben, tolle Auswahlmöglichkeiten und natürlich auch einen schönen Klang für Ihren Fernseher. Das ist ja auch ganz wichtig, dass das dann toll klingt. Und das geht mit Satellitenempfang. Und da haben wir so einiges für Sie vorbereitet. Und Sie werden erstaunt sein, was da alles möglich ist. Und für ganz, ganz kleines Geld vor allem auch. Ja, können Sie auch alles selber montieren und installieren. Vielleicht haben Sie ja irgendwo auch noch einen Zweitfernseher zu Hause. Und dann haben Sie wirklich diese große Sendervielfalt, beste Qualität und einen tollen Klang für Ihren Fernseher. Besser geht es dann gar nicht mehr. Dazu hier mein Kollege, mein Experte neben mir, der Lutz. Ah, und dann macht Fernsehen wieder richtig Spaß. So sieht's mal aus. Ja, also Sie haben auf jeden Fall schon mal richtig entschieden. Ich sage ja immer, sei schlau, schau Pearl TV. Und da haben wir es jetzt wieder mal. Wir sagen Ihnen nicht nur, was Sie für tolle Produkte hier bei uns erwerben können, sondern wie Sie sogar noch besser Fernsehen schauen können. Und das ist natürlich die große Welt des Satellitenfernsehens, weil so viel Auswahl gibt es wirklich nirgends. Weil wenn man alleine einen Satelliten, und Astra ist ja nun mal hier der bekannteste und begehrteste bei uns in europäischen Breiten, wenn man allein mal anschaut, was auf dem, wie viele hunderte Sender dort zu haben sind, viele davon ja auch kostenlos, das ist natürlich eine Sensation. Da kann Kabel nicht mithalten, da kann Internet im Sinne von es gibt ja so gewisse Pakete, über die man Fernsehen schauen kann. Namen nenne ich jetzt nicht. Das ist zwar alles gut und schön, aber wie gesagt, diese Vielfalt und gerade wenn man dann vielleicht auch mal was Ausländisches sehen möchte, das geht einfach nur per Satellit. Und das geht ja sogar mit vielen anderen Satelliten. Eutelsat zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich möchte da gerne auch mal was Asiatisches oder was Südamerikanisches oder was auch immer. Das ist ja das Schöne, man hat die ganze Welt des Fernsehens, kann man zu sich nach Hause holen. Und das denkbar einfach und vor allen Dingen denkbar günstig. Sie sehen ja schon unser erstes Produkt eingeblendet. Das habe ich hier drüben mal aufgebaut und wir haben das auch selbst im Betrieb hier bei uns im Studio. Das ist nämlich unser süßer kleiner Satellitenreceiver. Schauen Sie sich den mal an. So sieht er aus. 25 Euro ist der Preis. Da denkt man jetzt ja, Satellitenreceiver für 25 Euro. Das kann doch nicht. Doch, das, lassen Sie sich da bitte weder vom Preis noch von der Optik täuschen. Das ist ein kompletter, vollwertiger Satellitenreceiver. Und der kann sogar mehr als manche andere. Ich fange mal auf der Rückseite an, weil Anschlüsse ist natürlich das A und O. Weil da sehen wir nämlich hier schon, Moment, das Kabel, das packen wir mal so ein bisschen auf die Seite. Klar, Satellit haben wir natürlich mit dabei. Hier Ethernet, das heißt auch Kabelanschluss fürs Internet. Wenn man dann Zusatzdienste wie Wetter und so weiter nutzen möchte. Selbstverständlich HDMI, also den aktuellen modernsten Standard, den es gibt. Hier kommt in der Regel Ihr Fernseher dran. Aber, und das ist jetzt eine Besonderheit, unter anderem auch SCART. Das heißt, selbst wenn Sie sagen, ich habe dann noch so einen alten Fernseher. Der läuft zwar noch, aber der steht jetzt im Gästezimmer oder im Schlafzimmer. Aber der hat halt noch kein HDMI. Überhaupt kein Problem. Solange der noch läuft, können Sie den anschließen über den guten alten SCART-Anschluss. Aber auch modernste Technologie ist hier mit von der Partie. Das sehen wir nämlich hier vorne, USB. Das heißt, Sie können sogar, wenn Sie sagen, ah, ich möchte mal meine Urlaubsfotos oder Urlaubsvideos auf dem großen Bildschirm der Familie zeigen oder einfach selbst mal genießen, dann packen Sie die auf einen USB-Stick, stecken den USB-Stick hier rein und da ist ein Media-Player auch noch gleich mit an Bord und das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und da können Sie dann nämlich ganz einfach alles an Videos wiedergeben, was auf dem, oder Fotos, wie gesagt, auch auf diesem USB-Stick drauf ist. Und das Ganze rank, schlank, klein und kompakt mit der Fernbedienung. Natürlich auch mit einer Sondertaste für Pearl TV, weil das ist hier unsere Pearl TV Sonderedition. Und das Ganze für 25 Euro. Und da sagte nämlich gerade auch Ralf gestern noch, Freitag, Mensch, meine Güte, letzten Freitag war es. Er sagte, du, ich habe mir den jetzt auch wieder vorgeholt, weil ich habe zwar einen neuen Fernseher mit eingebautem Receiver, aber der macht permanent Updates, da ist mir die Senderreihenfolge wieder durcheinander gehagelt worden. Hier, mit so einem Receiver, da weiß ich ganz genau, welcher Kanal, welches Programm wo ist und da bleibt es dann auch. Bitte sehr, es gibt tausend und eine Argumente für einen 25 Euro Satellitenreceiver jetzt zuschlagen.
25 Euro und es wird schon fleißig bestellt. Sie dürfen selbstverständlich auch gleich mehrfach zugreifen. Sie dürfen gleich 2, 3 bestellen, wenn Sie möchten. Selbstverständlich. Bei unserem Spezialpreis heute hier in der Sendung 25 Euro. Die ZX 2825569, die Bestellnummer. Und da heißt es wirklich schnell zugreifen. Das ist natürlich ein Spezialpreis. So Satellitenreceiver, Sie wissen es, unter 70 Euro, normalerweise 60, 70 Euro nicht zu bekommen. Gerade mit der Ausstattung. Hier jetzt für 25 Euro. Das ist aber der TV-Sonderpreis. Deshalb nutzen Sie den, statten Sie Ihre Fernseher mit Satellitenreceivern aus. Und was Sie dann brauchen, ist natürlich meistens auch eine Satellitenschüssel. Heißt heutzutage gar nicht mehr Satellitenschüssel, heißt Satellitenflachantenne. Sieht ja auch nicht mehr aus wie eine Schüssel. Und er hatte ganz viele Vorteile. Die sind, und wir haben hier jetzt 3 Stück stehen, die sehen ganz ähnlich aus, sind aber unterschiedlich. In den Anschlüssen zeigen wir Ihnen auch gleich. Die haben viele, viele Vorteile, sind unheimlich flexibel, leicht zu montieren. Fantastisch, oder? Also das ist eine Sensation, wie ich finde. Weil wenn Sie sich daran erinnern an die Kinderschuhe des Satellitenfernsehens, da war ich auch schon mit dabei und durfte das meinen Lesern nahebringen bei einer gewissen Fernsehzeitschrift, die Sie bestimmt auch kennen. Das waren Oschis, 1,20 Meter. Riesig, fing das mal an. Und schwer, dann ne? wurden sie kleiner, 60 Zentimeter, aber die sind ja immer noch Monster und vor allen Dingen, das ist ja eine riesige Angriffsfläche auch für den Wind, wenn man das irgendwo hinstellt. Hier, schauen Sie sich mal an, so geht Satellitenfernsehen heute. Das ist die komplette Antenne. So sieht das mit Elektronik. Das heißt, da ist nicht mehr irgendwie das LNB, das hier vorne vor ist. Das ist ja auch immer sowas. Wenn das da irgendwie so 20, 30 Zentimeter vorne vorschwingt, ist es natürlich auch anfällig, beispielsweise, wenn wir jetzt Schnee haben. Jedes Mal, wenn es regnet oder Schnee ist, muss man da aufpassen, dass da alles sauber ist, dass die Empfangseinheit, das LNB, das hier da vorne nochmal vom Schnee befreit. Das steckt jetzt hier hinten. Schauen Sie sich das mal an. Das ist die Elektronik. Das ist die Antenne, das ist die Elektronik. Und wir starten jetzt hier mit einem Anschluss, also Single LNB, wie sich das nennt. Für also einen hier Receiver. Können Sie genau exakt einen Receiver anschließen. Das heißt, ein Programm können Sie sehen, aber keine Sorge, wir haben gleich auch noch für Sie die Alternativen Twin und Quad. Aber wir fangen mal hier mit dem hier an. Und vor allem das Prinzip, das ist ja das Entscheidende. Das bleibt ja jetzt bei allen Satellitenschüsseln gleich, dass die eben halt so rank und schlank sind. Und vor allen Dingen flach sind. Das heißt, wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, dass Sie sowas bei sich an Ihrer Hauswand montieren. Das liegt ja fast plan auf. Und jetzt kommt der Oberkracher. Sie können das auch noch selbst designen. Entweder besprühen mit Farbe oder dass Sie sagen, ich klebe da was drauf. Hier sehen, wie Sie sehen, sehen Sie fast nichts. Das ist ja wie ein Suchbild. Jetzt wird es ein bisschen klarer. Finden Sie die Satellitenschüssel, Satellitenantenne. Hier, da sieht man es jetzt, aber von Weitem. Gerade wenn das jetzt so in so einem Design ist, wo man sagt, Mensch, das... Wie gesagt, diese Kacheln da oben oder diese Schindeln. Schindeln, genau, vielen Dank. Oder wenn Sie so ein verklinkertes Haus haben und Sie holen sich eine Folie, wo das auch so verklinkert ist, so Klebefolien, die gibt es ja für ein paar Euro oder ein paar Cent in allen Läden heutzutage oder auch im Internet. So, und dann kleben Sie das drauf und der Empfang wird nicht beeinträchtigt. Das ist das Entscheidende. Egal, was Sie hier drauf spülen, natürlich keine metallhaltige Farbe. Das ist, glaube ich, auch logisch. Aber ansonsten normale Sprühfarbe, normale Klebefolie einfach drauf. Und das Ding verschwindet optisch in Ihrer Hauswand. Und Sie haben Satellitenempfang. Brauchen sich nicht mehr drum scheren, ob der Vermieter jetzt sagt, ja, das ist so okay oder nicht. Gerade für Mieter sowas, ideale Lösung. Natürlich, ja. Und dann ganz einfach installiert. Sie sehen, dass ihr das auch leicht. Nutzt hält das hier so mit einer Hand. Montagematerial ist mit dabei, ne? Komplett. Alles komplett mit dabei. Und übrigens auch, schauen Sie mal hier, so ein kleines Detail, aber das ist ja auch wichtig, dass man hier zum Beispiel auch ganz genau sehen kann, wie die Skaleneinheit ist. Weil Sie wissen ja, grundsätzlich nach Süden ausrichten, in unseren Landen zumindest, grundsätzlich nach Süden ausgerichtet. Und dann brauche ich den richtigen Anstellwinkel. Den kann ich jetzt hier drüber verändern. Und hier hinten, da sehen wir auch die Skala. Das heißt, ich weiß auch ganz genau immer, und da sehen wir auch die kleine Spitze hier, auf die kommt es an. Die zeigt den aktuellen Wert an. Das heißt, ich weiß auch schon mal, ohne dass ich jetzt grob wissen muss, wie da die genauen, korrekten Einstellungen sind, weiß ich schon mal grob, wie ich das Ding auszurichten habe. Zum Feintuning kommen wir nachher auch noch, da haben wir auch noch was Schönes für Sie. 113,91 Euro, hier die Variante für einen Anschluss, also Single LNB, da können Sie einen Receiver, einen Fernseher anschließen, PX 1383569. Super kompakt, fast unsichtbar durch diese Tarnung, Wetter- und UV-beständig, selbstverständlich leicht, einfach
einfach zu installieren. Ja. Und dann geht es ruckzuck los mit dem Satellitenempfang bei Ihnen zu Hause. Die Variante, die Single LMB, wird übrigens auch sehr, sehr gerne für den mobilen Einsatz, Campingwagen oder dann auch LKW bestellt, wenn Sie da auch zugreifen möchten, zum Beispiel für Ihren Caravan, fürs Camping, selbstverständlich gerne. Da sind die Kollegen im Callcenter jetzt für Sie da. Wenn Sie dann aber sagen, oh, ich habe aber zwei Fernseher zu Hause, ich bräuchte da vielleicht zwei Anschlüsse. Wir haben auch die Twin-Variante und zeigen Ihnen im Anschluss aber auch die Quad-Variante mit vier Anschlüssen. Also schauen Sie, was Sie da brauchen, ob Sie da zukunftsorientiert vielleicht ausgestattet sein möchten mit gleich vier Anschlüssen oder ob Ihnen die Twin-Variante jetzt mit zwei Anschlüssen reicht. Auch hier, die sehen ja komplett identisch aus, Lutz. Ja, also Technik absolut identisch, bis auf diesen einen kleinen Unterschied, dass wir eben halt hier jetzt nicht einen Anschluss haben, sondern zwei. Das heißt also entweder zwei verschiedene Receiver, dass Sie sagen Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Gästezimmer oder was auch immer. Oder vielleicht haben Sie ja auch einen Twin Receiver. Die Dinger sind natürlich richtig schick. Wenn man sagt, ich kann mit demselben Receiver ein Programm gucken und zum Beispiel ein anderes aufnehmen. Das ist natürlich dann etwas, da wird so langsam, ja, für die Freaks wie mich, sag ich jetzt mal, die sagen, ja, ich gucke gerne Filme und oder Sport zum Beispiel natürlich auch. Und da ist es ja oftmals so, dass dann die Ereignisse sich bündeln. Dass an einem und demselben Tag zu ein und derselben Stunde zwei Highlights stattfinden. Überhaupt kein Problem, wenn man so eine Twin-Geschichte hier hat für den Empfang von zwei Programmen. Die Twin-Variante mit der Bestellnummer PX 1384569 für 142,41 €. Natürlich preislich jetzt auch sehr, sehr attraktiv. Hier sehen Sie auch nochmal die Vorteile einer Flachantenne gegenüber einer herkömmlichen Satellitenschüssel. Und wir haben auch noch die Quad-Variante für Sie mit den vier Anschlussmöglichkeiten. Da sehen wir es gerade sehr, sehr schön. Und der Aufpreis ist ja wirklich gering, auch bei der Quad-Variante. Viele bestellen direkt die Quad-Variante. Das ist die beliebteste Variante, die wir überhaupt hier haben. Die war schon mehrere Male komplett ausverkauft. Jetzt ist sie gerade wieder lieferbar. Da ist man jetzt auch schon komplett versandkostenfrei. 161,41 € mit der PX 1385569. Gerade wenn man jetzt schon zwei Fernseher zu Hause hat mit Satellitenanschluss, mit dem Receiver, da lohnt es sich ja eher wahrscheinlich die Quad-Variante zu kaufen, um vielleicht noch ein bisschen Puffer zu haben. Ne? Vielleicht kommt mal ein dritter Fernseher dazu. Exakt. Ich sage ja auch bei den Notebooks immer, Luft nach oben ist da ganz, ganz wichtig, dass man jetzt nicht sagt, ah, momentan brauche ich ja eigentlich nur zwei. Mhm, so, ja. Und dann kommt halt mal irgendwann, dass man sagt, oh, jetzt habe ich einen neuen Receiver, jetzt könnte ich gleichzeitig das gucken, das aufnehmen, bräuchte ich schon drei. Und dann kommt man vielleicht dazu und sagt, ah, jetzt habe ich auch einen neuen Fernseher, der alte, der kommt ins Gästezimmer, was macht man mit den Gästen? 25 € Satellitenreceiver, gut und schön, aber deswegen jetzt eine neue Schüssel. Deswegen, hier, das ist auch wirklich das Preis-Leistungs-Verhältnis, das nicht mehr zu toppen ist. Vierer, also Quad-Empfang, vier Signale gleichzeitig. Entweder für zwei Twin-Receiver oder für einen Twin und zwei Einzel oder vier Einzel. Kombinieren Sie das, wie Sie wollen, aber vier Empfangseinheiten. Trotzdem, die Antenne ist kein Millimeterchen größer. Deswegen auch meine Empfehlung ganz klar hier, unsere PX 1385 und die 569. Alle Bestellnummer noch mal für Sie in der Übersicht und die Kollegen im Callcenter sind für Ihre Bestellungen da. Also Quad-Variante, die beliebteste hier bei uns. Ist ja auch clever, da ein bisschen Luft nach oben zu haben. Und damit Sie alles gut anschließen können, Ihren Receiver dann und die Antenne, hat Lutz was ganz Cleveres mitgebracht, das Anschlussset passend. Ganz genau, das ist natürlich auch ganz wichtig, also Kabel jetzt hier, in diesem Fall 25 Meter hier und ganz wichtig selbstverständlich auch, dass das konfigurierbar ist. Das heißt, das können Sie kürzen bei Bedarf und Sie haben auch hier auf beiden Seiten gleich die entsprechenden Anschlüsse plus auch das bitte unbedingt beachten, dass das mit dabei ist, dass Sie hier diesen Schutz haben für den Außenpart. Also das kommt hier an die Satellitenschüssel oder Satellitenantenne besser gesagt, dass es auch wind- und wetterfest ist. Und das ist die Innenseite. Hier schrauben Sie dann Ihren Receiver an. Bei 6,56 € gleich mit dazu bestellen, oder? Ja, sofort mit in den Warenkorb legen lassen. Die PX 5181 und die 569. Und Sie müssen vielleicht von draußen nach drinnen rein und haben jetzt schon überlegt, dass Sie da irgendwie bohren müssen oder irgendwie durchkommen müssen. Na, das muss überhaupt nicht sein. Es geht viel, viel cleverer. Heutzutage geht das viel, viel cleverer, nämlich mit so einem Fensterdurchführkabel. Und da haben wir für Sie, schauen Sie sich das mal an. Das ist ja wirklich 0,25 mm. Also das ist, ja, ich würde mal sagen, so um Haaresbreite gerade eben, dass man es noch erkennen kann. So, und das kommt jetzt einfach in Ihr Fenster. Also Kabel auf der einen Seite, Kabel auf der anderen.
anderen Seite. Und hier sehen wir es bei uns mal im Studio. So wird das auch bei Ihnen aussehen. Und das ist natürlich das Entscheidende. Das Kabel ist halt so ultraflach, dass Sie Ihr Fenster problemlos schließen können. Und dass er wirklich komplett dicht ist. Also egal, ob da jetzt Wind und Wetter draußen herrscht und der Regen drauf drückt und der Wind drauf drückt. Überhaupt kein Problem. 0,25 mm dünn. Und trotzdem natürlich volle Signalqualität. Einfach hier auf beiden Seiten kommt da so ein Stecker ran. Kabel, Kabel, durchs Fenster durchgeführt, kein Bohren, kein gar nichts. 6,56 Euro, die PX5306 und die 569, kein Bohren. Ist übrigens auch für den Wohnwagen bestens einsetzbar. Ja. Na, auch da muss man ja irgendwie dann das Signal reinbekommen. Auch da kann man das sehr gut verwenden. Also auch da ist es sehr, sehr beliebt. Kann man das Wohnwagenfenster sehr schön zumachen. Unsere Fensterdurchführung PX5306 und die 569. Also eine ganz, ganz clevere Alternative. Und damit Sie dann auch perfekt ausgerüstet sind bezüglich, ja, da sehen wir es auch noch mal im Einsatz, wie wir das verwenden. Das ist natürlich schon Wohnwagen. Mal, ja, genau. Sehr schön. Siehst du, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Also da auch, du musst ja irgendwie das Signal reinbekommen und willst ja nicht das Fenster auflassen, das ist ein Risiko. Machst es einfach zu, legst es durch. Ne? Also bei 6,56 Euro wirklich ganz, ganz clever. Da können Sie jetzt auch direkt bestellen. Und wir hören gerade auch die Quad-Variante von der großen Flachantenne ganz stark nachgefragt. Unser 25-Euro-Receiver, ja, der läuft auch. Da wird gerade ordentlich bestellt, auch gleich mehrere. Selbstverständlich dürfen Sie, ja, also mehrere von den 25-Euro-Receivern gleich bestellen. Und damit Sie Ihre Flachantennen auch gut ausrüsten können, beziehungsweise ausrichten können, hast du was ganz, ganz Tolles mitgebracht. Da muss man kein Fachmann mehr kommen lassen. Das kann man mit diesem kleinen Gerät jetzt komplett selber machen. Ganz genau, das ist jetzt ein Satellitenfinder. Also zunächst mal grobe Ausrichtung, Süden hatten wir ja schon gesagt. Falls Sie da jetzt gerade im Winter, ist es ja manchmal schwierig, wenn die Sonne mehrere Tage weg ist. Wo ist denn jetzt genau Süden? Da habe ich schon mal den Kompass, kann ich schon mal, wie gesagt, grob ausrichten. Danach hängen Sie diesen kleinen Kasten hier zwischen Ihren Satellitenempfänger, zwischen die Schüssel und den Receiver. Das heißt, hier haben wir auf beiden Seiten auch wieder diese F-Kabel mit diesem Adapter hier auch noch mit dazu. Und das packen Sie jetzt einmalig dazwischen. Möglichst natürlich da, wo Sie es auch gut ablesen und die an Satellitenantenne noch verändern und ausrichten können. Und dann sieht man hier oben in dem Display digital, also sowohl als Balken als auch als Zahl. Das heißt, exakt kann ich hier sehen, oh, hier ändert sich was. Hier wird gerade der Empfang besser oder eben halt schlechter. Weil gerade, wir hatten es eben schon mal zum Thema jetzt mit Regen und Schnee, dass man da nicht immer vielleicht den allerbesten Empfang hat. Das ist jetzt ganz einfach wichtig, dass man hier sagen kann, bitte sehr, ich habe 99% und nicht 98 oder 90 oder 80. Und das macht sich natürlich dann im Bild auch sofort bemerkbar. Deswegen hier sowas einfach gleich mit dazu bestellen. Und wenn Sie dann wirklich perfekt ausgerichtet haben, nichts anderes benutzt übrigens auch der Profi, wenn Sie den Satellitenfachmann kommen lassen, genau sowas benutzt er auch. Richtet das aus, danach abstöpseln, reguläres Kabel wieder dran und dann können Sie das anschließend zum Beispiel auch mal den Nachbarn übereignen, wenn der immer über ein schlechtes Bild klagt. Ist es nicht toll? Ja, PX5437 und die 569 einfach ausrichten. Natürlich auch für einen Wohnwagen, Wohnmobil, wo man dann vielleicht immer anders steht, bestens geeignet, um das wieder neu auszurichten. Ne? Da auf jeden Fall mit dazu bestellen für das kleine Geld. Und dann sind Sie bestens ausgerüstet mit Satellitenempfang, mit großer Programmvielfalt, bester Qualität. Was dann noch fehlt, ist natürlich der entsprechende Klang für Ihren Fernseher. Und da haben wir jetzt noch unsere beliebtesten Soundbars mitgebracht, damit dann auch der Klang dementsprechend zu Ihrem tollen neuen Bild und der großen Sendervielfalt ist. Eine Soundbar, die preislich so attraktiv ist, für unter 60 Euro, schauen Sie mal, 56,91 Euro. Und die bietet schon so ein richtig tolles Erlebnis, so ein Klangerlebnis, um den Fernseher da so ein bisschen zu pushen. Sei es jetzt bei tollen Filmen, aber dann natürlich auch mal bei einer Talkshow oder so etwas, um da wirklich noch so ein zusätzlichen Aha-Effekt zu zaubern. Ganz genau, weil die Optik ist ja nur die halbe Miete. Also ich gehe mal davon aus, Sie werden ja wahrscheinlich auch inzwischen so ein Flachbildfernseher haben. Und die haben natürlich eine Bildqualität, die sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen kann. Sehen ultraschick aus, flach, großes Bild, ultrascharf. Mhm. Auch wir senden ja in 4K UHD, wenn Sie einen 4K-Fernseher haben. Sensationell. Aber die alle haben, wir sehen das ja auch gerade hier mal, so ein typisches Exemplar, ein Problem, die Lautsprecher sitzen meistens auf der Rückseite oder richten sich nach unten. Das heißt, der Klang geht nicht mehr wie früher direkt zu Ihnen,
sondern über Umwege. Und dann ist ja auch der Fernseher noch im Weg. Das heißt, der Klang geht an die Rückwand zum Fernseher, an die Rückwand zum Fernseher, an die Rückwand zum Fernseher. Und dann irgendwann vielleicht über die Seitenwände zu Ihnen. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass viele, ich gehöre da übrigens auch zu, das Problem haben, dass sie den Fernseher immer lauter stellen, wenn sie sagen, ich weiß, das ist laut, aber ich verstehe nicht, was der Kerl davon quatscht. Das ist es doch. Egal, ob es jetzt die Talkshow ist, die Nachrichten sind, die Lieblingsserie ist, der Film ist. Wenn man da wieder irgendwie, keine Ahnung, Yippie-Aye, Schweinebacke, da weiß man, was der sagt. Okay, mittlerweile kann man da mitreden. Aber bei neuen Filmen, wo man nicht weiß, was redet der da? So, und da will man ja auch nicht den Lebenspartner irgendwie ärgern, indem man da auf 100% geht und die Nachbarn. Deswegen, die bessere Lösung, Soundbar kaufen. Gerade wenn es so was Günstiges ist, wie hier die unsere, von 100 Euro jetzt auf 56,91 € hier bei uns für die nächsten 2 Stunden. Heißt also, hier geht der Klang wieder direkt zu Ihnen nach vorne. Nicht über diese Umwege hinten über den Fernseher, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Nein, direkt zu Ihnen. Stereo. 100 Watt Musikleistung. Und deswegen haben wir hier eben diese einwandfreie Verständlichkeit. Plus kann man natürlich auch wunderbar einfach zur Musikwiedergabe nutzen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal einschalte, ich habe jetzt einen USB-Stick mal dran gehängt, aber die kann auch Bluetooth, das heißt kabellos vom Smartphone, vom MP3-Player aus. So, jetzt mache ich mal hier ein bisschen lauter das Ganze. Und wow, Sie das ist ja ein ordentlicher Klang direkt, ne? Hammer, oder? Da merkt man gleich den Unterschied. Und dann kann ich auch noch zum Beispiel hier sagen, ich will ein bisschen mehr Höhen reinhaben, ich will ein bisschen mehr Bässe reinhaben. Kann ich alles hier noch über die mitgelieferte Fernbedienung auch noch optimieren. Und wie gesagt, selbstverständlich auch umschalten zwischen USB, wie wir es jetzt haben, Kabelanschluss, also AUX-Anschluss, Bluetooth und so weiter. Und dann habe ich eben halt auch gleichzeitig eine neue Stereoanlage quasi, die ich hier auch noch mitnutzen kann. Und das Ganze für sage und schreibe 56,91 €. Also das ist natürlich jetzt der absolute Preiskracher hier bei uns. Super, oder? 56,91 €. So günstig kann dann auch ein wahnsinniger Klang sein für Ihren Fernseher, ja? Dann haben Sie natürlich durch unsere tollen Satellitenmöglichkeiten, die wir gezeigt haben. Also Sie haben ja heute Schnäppchen gemacht ohne Ende, muss man ja sagen. Ein Receiver für 25 €. Dann unsere tollen Flachantennen, die Sie hier alle zum TV-Sonderpreis bekommen haben. Und jetzt ist Soundbar für 56,91 €. Ja, der heißt dann wirklich zugreifen. Dann haben Sie ein neues Fernseherlebnis. ZX 17 52569 ist innerhalb von 2 bis 3 Tagen bei Ihnen zu Hause mit Fernbedienung selbstverständlich. Oder Sie sagen, oh, wenn ich mir schon da so ein neues Fernseherlebnis hole, da soll natürlich auch die Soundbar dementsprechend sein. Da möchte ich dann auch das Beste vom Besten haben. Da soll das natürlich dann auch eine Soundbar sein, die so ein richtiges Erlebnis bereitet, so wie im Kino. Im Kino sitzt man auf den Sitzen und da kommt die Musik aus allen Ecken, von hinten, von vorne. Da kriegt man eine Gänsehaut und das möchte ich auch zu Hause haben. Dieses Gänsehauterlebnis bei dem Klang vom Ton her, das muss einfach so spektakulär sein. Und das können Sie auch bekommen mit der Soundbar, den wir hier für Sie haben. Schauen Sie mal. Das ist jetzt nicht eine Soundbar, das ist jetzt die Soundbar. Das ist meine Soundbar, mein kleiner Liebling. Das ist einfach das Beste, was wir für Sie im Programm haben. Jetzt nicht nur, weil die 250 Watt Musik Spitzenleistung hat, das ist ja nebensächlich an der Stelle, sondern weil die jetzt wirklich einen absoluten Kracherklang hat. Wie Kathi es gesagt hat, echtes Dry Day Surround Sound. Ein Dry Day Surround Sound System haben wir hier. Ja, also echt wie im Kino. Das heißt, der Klang kommt wirklich von allen Seiten. Der hüllt sie ein, von vorne, von den Seiten, von hinten sogar. Das nennt sich 5.1 oder 6-Kanal. Punkt 1 ist immer der Subwoofer. Da haben wir hier, sieht man zum Beispiel sehr schön gerade in dieser Einstellung, auf beiden Seiten und auch vorne mehrere Auslässe, einfach weil der Hub vom Subwoofer so riesig ist, dass wir eben halt hier, damit da kein Unterdruck entsteht, wirklich diesen Hub brauchen. So kräftig sind die Bässe. Zeige ich Ihnen natürlich auch gleich. Apropos zeigen. Schauen wir doch mal zeigen? Hinter die Haube. Hier einmal hinter die Kulissen. So. Das ist doch jetzt mal ein Anblick, der sich lohnt, oder? Und man kann diese Blende komplett auch ablassen, ne? Die kannst du auch, also ich persönlich würde sie definitiv ablassen, aber es ist natürlich ein bisschen Geschmackssache. Beeinträchtigt auch den Klang nicht, aber ich denke mal, wenn man schon mal so ein Schmuckstück im Hause hat, dann will man es doch auch sehen und zeigen.
diese 15 Lautsprecher zum Beispiel jetzt hier. Sieht und schick die aus, sind oder? Jetzt nicht nur einfach zufällig so gewählt. Wir haben diese ganz, ganz kleinen hier. Das sind die für die Höhen. Wir haben die etwas größeren für die Mitten. Und diese beiden hier, also einmal der und einmal der hier drüben, die beiden kombiniert, die sind der Subwoofer super, ne? Zusammen. Und ich würde sagen, bevor ich hier lange rumrede, ich starte einmal ganz kurz die Wiedergabe. Und dass wir uns da einfach mal ein bisschen was anhören zusammen. So, schauen Sie sich das mal an. Jetzt nur ganz leise und dezent. Ich habe jetzt hier mal keine 50%. Wow, guck mal. Keine 50%. Man kann das sehen. Das ist der Hammer, oder? Man kann die Musik sehen. Schau dir das mal an. Das ist ja der... Haben Sie sowas schon mal erlebt? Da kriegt man schon Gänsehaut, wenn man das sieht, oder? Das ist ja unglaublich. Das ist... Man kriegt sofort eine Gänsehaut. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist unmöglich eigentlich. Oh mein Gott. Ich krieg Gänsehaut. Man kann das sehen. Das ist ja ein. Ist der Hammer, oder? Das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist ja spektakulär. So. Sowas ist spektakulär. So, genau. Das ist dieses Erlebnis, was man zu Hause haben möchte. Das, genau. Dass man Musik sehen kann, dass man Musik spüren kann, dass man diese Emotionen plötzlich im Wohnzimmer hat. Genau das ist es nämlich. Kennen Sie das auch? Ist Ihnen schon mal so gegangen, dass Sie einen Film im Kino gesehen haben und dass Sie gesagt haben, boah, der war ja der Wahnsinn. Und dann guckt man das irgendwann auf DVD oder läuft vielleicht mal im Fernsehen und dann sagt man, ach, irgendwie hat mich das diesmal echt nicht vom Hocker gehauen. Das ist jetzt nicht nur Sixth Sense, wo man sagt, wenn man ihn einmal gesehen hat, ist der Thrill nicht mehr da. Das kann ich ja noch nachvollziehen, sondern auch bei Filmen, die vielleicht so ein Actionfilm, wo man sagt, ach, eigentlich kann man den fünfmal sehen und der ist immer noch gut, wenn denn der Sound auch stimmt. Das ist ja das. Man hat heutzutage so ein riesen, gigantisch scharfes Bild durch diese Flachbildfernseher, 55 Zoll, 65, 75 und aufwärts. Und bezahlbar, sogar in 4K UHD, bezahlbar. Aber der Klang, der zieht einfach nicht mit, weil, wie gesagt, die Bauweise der Fernseher ist einfach nicht erlaubt. Deswegen ist eine Soundbar heutzutage einfach unerlässlich. Sei es, wie gesagt, für einfach die Sprache, dass man mit Nachrichten, Lieblingsserien, Talkshows und Co. einfach die Verständlichkeit wieder hat. Und natürlich ganz besonders bei diesen Thrillern, bei Filmen, beim Tatort und bei Co., dass man da einfach sagt, boah, ich krieg die Gänsehaut hier. Zum Beispiel hier sowas, wegen dieser tiefen Bässe. Das ist ja, ich weiß nicht, haben Sie so einen Lieblingsfilm auch? Weil ich habe da mehrere, aber ich habe mir den Spaß mal gegönnt mit Psycho, weil mir das so empfohlen worden war von einem Regisseur, der mal sagte, mach dir mal den Spaß, weil die Akustik, die ist mindestens 50%. Nicht umsonst gibt Hollywood Millionen aus pro Film, um Filmmusik, um Effekte, um Geräusche, um eben halt diesen Surround-Sound zu erzeugen. Weil die Musik, ja, die macht die Musik. Das ist das, wovon man Gänsehaut bekommt. Also habe ich mal Psycho genommen, diese berühmte Duschszene, und habe den Ton ausgestellt. Und ich fand den Film bisher eigentlich immer super. Und dann sehe ich Psycho, die Duschszene ohne Ton, und dann... Wow. Langweilig, ne? Wow. Ja. Also ist okay, aber warum soll das jetzt so spannend sein? Also Musik, unterschätzen Sie mir das nicht. Der Sound ist die halbe Miete, mindestens. Der macht die Emotionen. So was Wuchtiges, die Spannung. Ja. Aber auch, wenn man so an Liebesfilme denkt, wenn dann die Geigen anfangen, das ist eben halt wirklich diese Klarheit und Transparenz des Klangs im gesamten Raum, wie im Kino, dass man das einfach hat, das ist das Entscheidende. Und sowas, damit können Sie sich das nach Hause holen. Und vor allen Dingen auch hier bezahlbar, weil wir reden hier über eine Soundbar in dieser Qualität, mit diesem Setup, mit diesem echten 3D Surround Sound, mit 250 Watt Musikspitzenleistung, sind wir normalerweise in der Preisklasse von 600, 700, 800 Euro, je nach Hersteller auch im vierstelligen Bereich. Bei uns jetzt 284,91 Euro ist da wirklich so im Vergleich zu dem, was man in dieser Qualität sonst so hat. Also das ist, ich bin da hier restlos hin und weg, jedes Mal wieder hier immer aufs Neue von meiner Soundbar hier. Ach, die ist einfach... 284,91 Euro. Das ist Kino-Feeling für zu Hause. Ja. Das ist wirklich ein guter Klang für Ihren Fernseher, für die Filme, für Ihre Lieblingsserien, aber auch mal für das gesprochene Wort selbstverständlich. Also für Talkshows und sowas, dass Sie schauen, einfach Nachrichten, ne, dass Sie es besser verstehen, nicht mehr so laut schalten müssen. Oder ganz, Musik. Ganz wichtig. ZX1603 und die 569 Ihre Bestellnummer. Bitte
da jetzt zu greifen. Versand kostenfrei, das Ganze spektakulär an der Stelle. Ja, also sowas, das ist natürlich das höchste der Gefühle. Sie merken, das ist einmalig. Und unsere tollen Produkte zum Thema Satellitenfernsehen. Der Receiver für 25 Euro, nur jetzt für Sie. Deshalb da gleich zugreifen und die tollen Satellitenflachantennen, das Zubehör für Sie jetzt im Programm bei den Kollegen im Callcenter. Und da steht fantastischem Fernsehen in bester Qualität nichts mehr im Wege.